Der Kongress zum bewussten gemeinsamen Leben ist ein Projekt von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und der Basisgesellschaft. Um dieses wichtige Thema noch einmal zu vertiefen und neue Interessierte dafür zu begeistern, lud das Team rund um Georg Diegruber zum Workshop. Das Projekt der lebenswerten Gemeinde vereint die Gesellschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik, um gemeinsam an einem nachhaltigen und sinnvollen Lebens- und Erlebensraum zu arbeiten. Ein wichtiger Baustein für dieses Vorhaben ist dabei natürlich auch unsere Mutter Erde. Der Boden ist die Basis für die Produktion aller unserer Lebensmittel. Je gesünder, vitaler dieser Boden ist, umso gesünder, vitaler, nährstoffreicher sind unsere Lebensmittel. Das ist ganz essentiell. Der aktive Beitrag der Bürger zusammen mit der Politik ist von zentraler Bedeutung, damit sich der Lebensraum nachhaltig verbessert. Die Politik stößt an ihre Grenzen. Die Machbarkeit ist endenwollend. Das heißt, wir brauchen das Engagement der Bürgerin, wir brauchen das Engagement des Bürgers. Es soll ein glänzender Mosaikstein werden, der also wirklich also seine, nicht nur seine Kritik, sondern auch seine Ideen einbringt, seine Rolle einbringt. Und ich sage ihm, jeden Menschen steht ein unwahrscheinliches Talent. Und dieses Talent sollten wir heben. Und deshalb fordern wir die Menschen auf, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Auch aus Deutschland ist man auf dieses Projekt aufmerksam geworden. So ist die Begeisterung über dieses Thema groß. Nun, das Projekt hat eine wunderbare Förderung der Selbstverantwortung, die Menschen eingehen können. Und eine lebenswerte Gemeinde erzeugt einen Weg, wie Menschen sich wirklich aktiv an den Gemeinden beteiligen können. Das reizt mich. Und als ich die Idee das erste Mal gehört habe in Arnoldstein vor 3 Jahren, hat mich das sofort elektrisiert. Das ist großartig. Das Themengebiet der erneuerbaren Energie steht dabei natürlich auch im Fokus der Förderer. So gibt es bereits den ein oder anderen, der sich dafür privat gerüstet hat. Ein Wasserstoffauto als Alternative zu Diesel und Benzin. Also meine Überlegung, so ein Auto anzuschaffen, hat damit zu tun, dass eben die Ressourcen an Erdöl und Erdgas bis zum Jahr 2150 ziemlich zu Ende gehen und wir aber Notwendigkeiten haben, die Mobilität aufrechtzuerhalten. Und daher ist die Chance, eben als Vorreiter mit einem Wasserstoffauto den Treibstoff aus erneuerbarer Energie zu erzeugen, eine sehr große. Doch auch abseits vom Boden und menschlichen Akteuren gibt es Ideen, das Leben zusammen zu verbessern. Eine eigene Regionalwährung beispielsweise, die in Vorarlberg bereits erste Früchte trägt. Wir als Almender Genossenschaft sind wir Herausgeber von 4 regionalen bzw. Dorfwährungen. Das heißt, wir beherrschen das ganze rechtliche Thema, kennen uns aus, die Technik, Sicherheitsthemen, all diese Dinge. Und wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, was ist der rechtliche Rahmen, der in Österreich möglich ist. Und der ist in den meisten Bundesländern völlig ident. Und wir können sagen, Gemeinden können Kommunalsteuern in Dorfwährung, in Regionalwährung akzeptieren, die auch wieder für Förderungen ausgeben und sind damit ein total wichtiger Impulsgeber und Motor für das Thema regionale Wertschöpfung. Doch all diese wichtigen Punkte und Themen sind nur ein Vorspiel für den großen Kongress Mitte September 2019 in der Salzburg Arena, wo sich Gemeinden, Unternehmen und Personen diesen lebenswerten Themen annähern und dabei integrieren können. Dieser einheitlich gestaltete Marktplatz der Möglichkeiten kann man sich als Spiel- und Erlebniswelt vorstellen. Also es sind da Dinge zum Angreifen, es sind Dinge, die sich bewegen, zum Anschauen, aber wo auch alle teilnehmenden Gemeinden und Firmen entsprechend präsentiert werden, sodass sich jeder was vorstellen kann darunter. Ein Kongress, der alle Bereiche und Themengebiete zum bewussten gemeinsamen Leben abdeckt und dabei sehr viel Expertise und Know-how mitbringt.